Der Blackout kommt, also das Video noch schnell schauen, solange du noch Strom hast. Herzlich willkommen, ich bin Oliver Ereny und willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ja, das Schreckgespenst Blackout läuft jetzt durch die Medien und alles ist voll damit, dass das Netz überlastet ist, dass sich was nicht mehr ausgeht mit der Stromversorgung und dass es sowieso nur eine Frage der Zeit ist, bis es mal kracht. Und dass wir dann natürlich, wenn wir keinen Strom mehr haben, postapokalyptische Zustände, also ich rechne eigentlich nach einer Woche so ziemlich mit Mad Max und Apokalypse, dass das dann alles absolut niederbricht. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet denn das aus energetischer Sicht? Erstens einmal, wir haben jetzt das Thema Blackout. Ja? Und was kannst du da jetzt energetisch tun, wenn du jetzt mit sowas konfrontiert wirst? Das erste ist mal, dass du dich mal fragst, was macht dir denn da jetzt wirklich Angst? Und ist das momentan ein Problem für dich? Also ist es jetzt ein Problem? Erde dich, sei jetzt im Moment und sei einfach mal klar, ist das jetzt ein Problem? Gut. Wenn es jetzt kein Problem ist, willst du es jetzt zu einem Problem machen? Und wenn du es jetzt zu einem Problem machen möchtest, was ist jetzt dein Lösungsansatz? Und es klingt ja natürlich recht charmant, dass man sagt, na gut, haben wir mal Camping 2 Wochen daheim mit dem Gaskocher, da kann es eigentlich gar nichts haben und ich denke, dass Inzersdorf auch eine ganz vernünftige Gulaschsuppe herstellt, das ist keine bezahlte Werbung. Aber was macht denn das mit dir, wenn du sagst Blackout, oh Gott, das Handy kann ich nicht mehr aufladen, oh Gott, ich kann nicht mehr ins Internet, ja, ganz furchtbare Sachen, die es eigentlich vor 10 Jahren so auch noch nicht gegeben hat. Und jeder, der schon mal eine Detox gemacht hat, eine Social Media Detox Tour gemacht hat, sich einfach mal irgendwo in eine Hütte verzogen hat mit einem alten Schwedenofen und dort eingeheizt hat und wo es wirklich dann keinen Strom gibt und das Wasser aus einem Zuber kommt im Garten, naja, da weiß man, dass die Welt ja nicht untergeht deswegen, sondern sie kriegt einen anderen Rhythmus. Und das ist genauso wie jetzt während dieser Krise, die wir jetzt erleben, ja, wo das Leben zuerst einen anderen Rhythmus gekriegt hat und jetzt auch permanent ein neuer Rhythmus reinkommt. Es ändert sich also dein Rhythmus. Das Niveau, so wie du jetzt lebst, wird halt einmal kurzfristig unterbrochen. Und ich kann dich beruhigen, die Welt wird schon nicht untergehen. Ob es jetzt mal einen Strom gibt, kurz oder mal länger nicht. Also es wird schon nicht so tragisch werden. Die Angst ist ja immer schlimmer als eigentlich das, was dann passiert. Sieht man ja auch aktuell gerade. Und wenn dich das also ängstigt, dann würde ich dich jetzt mal dazu einladen, lass dich nicht von allem verunsichern und lass dich auch nicht unbedingt immer von Medien verunsichern. Denn ich kann jetzt auch irgendwann mal sagen, ein Vulkan wird ausbrechen und ich werde auch recht haben damit, weil irgendwann wird irgendwo ein Vulkan ausbrechen oder irgendwann wird irgendwo ein Erdbeben sein. Aber der Punkt ist ja nicht, dass das jetzt unbedingt für dich relevant ist, sondern wie wirkt das dann auf dich? Und mit dem solltest du dich dann beschäftigen. Dass du einfach mal das Vertrauen entwickelst, dass du in jeder Situation, unabhängig von den Umständen, in dir zufrieden, glücklich und stabil bleiben kannst. Denn alleine der Gedanke Blackout, da freut sich jeder Dosensuppenhersteller, ne? Da freut sich jeder Gaskocherproduzent und da freut sich jeder über die Prepper, die dann anfangen, sich alles dann reinzuschaffen, zu schaufeln. Also das ist ja auch natürlich eine kommerzielle Frage, immer mit diesem Sei vorbereitet. Ja? Und letzten Endes werden wir immer zu diesen Schreckgespensten hinverführt, die dann dazu führen, dass es wieder zu irgendeinem Konsum kommt, dass du da vielleicht gar nicht so brauchst. Und letzten Endes ist es ja so, die Botschaft, denke ich, ist auch die, wenn du selbst in dir stabil bist, dann weißt du, dass es weitergehen wird, dann weißt du, dass du es schaffst und dann weißt du, dass du da vertrauen kannst.
Und letzten Endes sind die großen Überlebenden nicht die, die sich mit 100 Dosen Bohnensuppen im Wald verkriechen mit einer Schrotflinte. Denn das sind wahrscheinlich die, die als erstes dann überfallen werden, dann, wo dann groß das Reservoir ist. Also es bringt dir nichts, sondern man sollte dann lernen, zusammenzuhalten und einfach auch aufeinander zu schauen und auch in kleineren Grüppchen zusammenzukommen und sich das zu managen. Und dazu sind ja dann Fähigkeiten wie Kommunikationsfähigkeit, Großzügigkeit, Urvertrauen, Liebe notwendig. Und das sind alles Fähigkeiten, die du eigentlich durch ein bewussteres Leben entwickeln kannst. Also brauchst du Angst zu haben vor einem Blackout? Ich weiß es nicht. Wenn du Angst davor hast, dann ergründe diese Angst. Und geh in dein Vertrauen rein. Mach dir keine Sorgen, denn letzten Endes wird alles gut, wenn du eine Person bist, die sich auf sich selbst verlassen kann. Und wenn du diese Stabilität nicht hast, dass du das Gefühl hast, ich bin keine zuverlässige Person, auch für mich nicht, dann sorge vor und schau dir das an, dass du das für dich entwickelst, dass du diese eine zuverlässige Person in deinem Leben bist, die egal was daherkommt, krisenfest ist, weil du es schaffen wirst. Und die Welt hat immer schon gebrannt, das sage ich ja immer. Und egal was jetzt daherkommt, egal welche Katastrophen heraufbeschworen werden, auch potenzielle Katastrophen, ich bin davon überzeugt, dass es im tiefsten Inneren etwas gibt, das es ganz gut mit dir meint, das dich liebt, das dich trägt, das dich nährt und das dich auch behütet und beschützt. In diesem Sinne hoffe ich, dass du da einen kleinen Input hattest und ich wünsche dir alles, alles Gute und eine gute Zeit und ich freue mich natürlich, wenn wir uns bald wiedersehen. Schreib mir deine Gedanken einfach mal dazu in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal. Und ja, ich freue mich, wie gesagt, wenn wir bald die 1000 Abonnenten knacken. Wie cool ist das? Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, alles Gute, dein Oliver Erni.